Moin Leute, direkt aus dem Gym zu euch auf dem Bildschirm. Ja, kamen von euch in letzter Zeit ziemlich viele Fragen zu den Sportoutfits, Gym-Outfits. Jan, schickt da noch ein paar Inspirationen rein und ja, hier bin ich. Ich würde euch gerne mal meine aktuellen, momentanen drei Lieblings-Gym-Sportoutfits vorstellen. Kleine Inspiration, die updatet sich immer regelmäßig und möchte euch natürlich auf dem Laufenden halten, denn eine Sportmotivation kann natürlich auch die richtige Kleidung sein. Jeder kennt's, ne? Man will unbedingt starten mit Sport und geht erstmal shoppen, bevor man überhaupt ins Gym geht. Aber die Motivation hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, von daher, ja, meine Inspirationen kommen jetzt. Ich habe auch schon mein erstes Outfit an, das möchte ich euch mal vorstellen. So die Hantel kommt hier mal ein Stück zur Seite, ich hoffe, sie rollt nicht ganz so weit weg. Ja, was habe ich hier an? Ich habe hier ein wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, acht Jahre altes Shirt an. Das Nike-Zeichen ist schon so leicht verblasst und ich liebe es trotzdem. Das ist das Nike Pro Combat Shirt, also Kompressionsshirt. Ist in XL, deswegen ja, sitzt eng, aber ist es doch noch ein bisschen lockerer. Kann ich echt absolut nur empfehlen. Gerade beim Sport, wenn man auch vielleicht auf im Gym, wenn man vielleicht darauf achtet, trifft man den richtigen Muskel, vielleicht die eine oder andere Poser-Motivation ist auch dabei. Ja, trainiere ich sehr, sehr gerne. Die Hose ist von Bershka. Ich bin der Meinung, die ist auch in der aktuellen Kollektion in Blau und in Rosa, also die rosa Streifen noch verfügbar. 15,99 €. Keine Gewehr, aber es ist eigentlich eine Badehose mit Netz. Kann ich jetzt nicht zeigen, aber doch hier mit Netz. Wirklich sehr bequem. Das trage ich sehr gerne zum Sport. Absolute Empfehlung. Die Schuhe muss man natürlich anpassen, je nachdem, was man macht. Macht man eine Cardio-Hit-Einheit? Macht man ein Beintraining? Ich trainiere sehr, sehr gerne Beine und habe ja, dementsprechend auch sehr oft Chucks an. Chucks Converse, die hohen. Oh, unpassend mit Levi-Socken, aber sei mir verziehen. Das ist mein erstes Outfit. Ich denke, ich springe in das zweite und zeige euch meine zweite Inspiration. Auf geht's. Mein zweites Lieblingsoutfit zurzeit. Ja, heute jetzt gerade ein bisschen mehr in Blau. Ich habe die Schuhe angelassen. Wie gesagt, da müsst ihr variieren, ob ihr dann vielleicht die... Ich zeige sie euch gleich. Ja, was habe ich hier an? Ich habe das, bestimmtes Tanktop an, wo auch super viele Nachfragen von euch kommen. Es ist immer noch ausverkauft. Also ich habe... zwei gebrauchte online, guckt mal bei Vintage vorbei, aber sobald die wieder verfügbar sind, werde ich euch sie verlinken. Genau, das zum Tanktop, trainiere ich sehr, sehr gerne drin, habe ich auch in verschiedenen Farben. Genau, Tanktop. Das zweite ist die Hose und die ist von ASOS, die Eigenmarke 4505. Muss ich mich mal informieren, was das eigentlich heißt, 4505. Auf jeden Fall die Eigenmarke von ASOS, das sind die Shorts. Finde ich sehr, sehr bequem zum Sport. Sind etwas Stretch, habe ich auch in mehreren Farben. Wirklich auch super für den Leg Day. Macht echt Spaß da drin. Ist natürlich schon die etwas engere Variante. Müsst ihr wissen, ob ihr das fühlt oder nicht. Ich finde das sehr gut, wie gesagt, gerade zum Beintraining. Das ist mein zweites Outfit. Das dritte kommt jetzt. Auf geht's. Mein drittes Outfit. Ja, genau. Ich habe versprochen, ich habe erstmal die Schuhe mitgebracht. Das sind meine Alternativschuhe zu den Chucks. Das sind die Nike Vapormax, die ich zum Laufen und für meine Cardio-Einheiten sehr, sehr gerne anziehe. Gibt es auch in verschiedenen Varianten. Sind preislich nicht gerade günstig, aber absolut empfehlenswert. Sorry, alles real hier, bisschen laut. genau, was habe ich an? Mein drittes Outfit. Mir geht es in diesem Outfit eher um die Hose. Das Tanktop ist okay, ist gut. Auch nett zu tragen, aber mir geht es um die Hose. Wenn es mal ein bisschen kälter ist, trage ich sehr, sehr gerne die Vanquish Tapered Jogger. Ja, ich glaube, das sind die. Die sind aber auch aus der alten Kollektion. Ich weiß nicht, ob die neuen auch so geschnitten sind. Aber in der Art, müsst ihr mal gucken, ob die noch online sind. Trage ich sehr, sehr gerne als Inspiration. Eine etwas engere Jogginghose mit einem Tanktop. Genau, passende Sneaker, Schuhe dazu. Genau, das sind meine drei
Sportoutfits, die natürlich, wie gesagt, immer ein bisschen durchwechseln. Ich trage ja nicht nur die drei, sondern da kommen auch immer aktuelle dazu oder das Wetter passt sich ein bisschen an. Nehmt es gerne als Sportmotivation, um euch selber zu pushen, wenn ihr euch selber wohlfühlt in den Klamotten, auch gerade, das ist ja auch ja, eines der Goals, wenn man zum Sport geht, dass man sich selber in seinem Körper wohlfühlt. Gesunder Geist, gesunde Seele, gesundes Mindset, Ausgleich schaffen. Gönnt euch, belohnt euch mit den richtigen Sportklamotten. Das war meine kurze Inspiration auf dem aktuellen Stand. Werdet euch auf dem Laufenden halten, vielleicht war eine Inspiration dabei. Lasst es mich wissen, dann sehe ich euch zur nächsten Inspiration. Ciao, ciao. Ah, Handel, bitte.